So, grüß dich zurück bei Fallout 4. Eigentlich habe ich das Spiel vor knapp 6 Monaten oder so beendet, nach 250 Episoden. Dieses Mal wird es wahrscheinlich noch größer, weil ich ein bisschen mehr vorhabe. Ich meine, die Hauptgeschichte, wir kennen sie bereits hin und her und bla bla bla. Wir kennen das Ödland, wir kennen ja, wir kennen das Commonwealth und hin und her. In diesem neuen Let's Play unter Vogelzeichen gesetzt und Anführungszeichen gesetzt. Kurz am Blick, ich muss da ein bisschen leiser dran. Die Musik ist zwar irre geil, aber was du das ist. Ein alter Mann hört schlecht. Und zwar. Fangen wir nochmal von vorne an. Ich habe in den letzten Wochen einiges zu tun rundherum. Wie du siehst, wir sind auf der Xbox One unterwegs. Es dauert noch ein bisschen, ich hoffe, dass ich es in den nächsten 14 Tagen bis 3 Wochen endlich bringen kann. Fallout 4. Und zwar, die ersten 2 bis 3 Episoden sind ziemlich viel geschnitten. Da muss ich ziemlich viel schneiden, weil ich sie nicht einsprechen werde. Ich habe da eine Idee und das möchte ich ein bisschen umsetzen probieren. So gut ich kann. Warum bin ich auf der Xbox One unterwegs? Weil parallel am PC werde ich das Let's Play sehen und auf der Xbox One sind einige Dinge oben, die ich am PC nicht übernehmen will, weil es gibt einige Dinge, die das Spiel am PC ein bisschen durcheinander bringen. Gut, ich meine, auf der Xbox One stürzt es permanent da, aber das ist jetzt einmal das andere Geschichte. Wenn wir das Spiel angängen, Fallout 4 von Neichen, wird es vorerst nur sonntags kommen. Ja. Da machen wir dann einen Fallout-Sonntag. Ich habe noch Fallout 3 Let's Play, was ich noch weiterspielen könnte. Es ist alles noch gespeichert auf der Xbox One. Zum Glück. Ich habe nichts verändert auf der Xbox One. Und ich werde jetzt mit dir ein bisschen durchgehen, was ich mir vorgestellt habe. Anfangen werden wir das ganze Let's Play kurz am Blick. Anfangen werden wir das ganze Let's Play mit einer kleinen Einführung. Und zwar, ich habe mir von mehreren Quellen ein bisschen was zusammengesucht, das wirst du dann alles in der Videobeschreibung finden. Und habe mir so ein paar Quellen ausgesucht aus dem Internet, wo ich mir dann gedacht habe, zwischen den Jahren 1945 und dem Jahr 2077, so kurz zusammengefasst, die Ereignisse, die zu diesem verhängnisvollen Tag am 23. Oktober 2077 geführt haben. Wie ein jeder weiß, Bethesda hat ja mit Fallout New Vegas, glaube ich, und mit Fallout 3 eine komplett eigene Lore geschrieben. Und Fallout 4 nimmt halt diese Lore weiter aus einem anderen Blickwinkel an. Am Tag der Bomben, auf gut Deutsch gesagt. Und so werden wir das ganze Let's Play dann beginnen. Das große Problem dahinter, es ist viel Schneidarbeit, habe ich ja schon gesagt. Und jetzt gehen wir mal da ins Detail, auf der Xbox. Ich habe da, wie du siehst, die Add-ons, alle 6. Bei den Mods, wir schauen uns mal zuerst bei den Mods rein. Da ist es ein eigenes Kapitel. Ich habe die Mods sind gespeichert und ich habe meinen Datenzugang. Offen und ehrlich gesagt, ich schaue da so selten rein, ich habe mir auch die Passwörter alle nicht aufgeschrieben, was ich demnächst noch machen werde. Schauen wir gleich. Sehr gut. Ah! Sehr geil! Das ist so. Oh, das kennt man sogar. Updates verfügbar. Das mache ich dann außerhalb. Und zwar, ich habe jetzt da einige Mods. Ein Hunting Revolver von Fallout New Vegas. Dann habe ich installiert Ada's Outfit aus Resident Evil, Claire's Outfit aus Resident Evil, was habe ich noch aus The Witcher 3, Yennefer Outfit, wir werden wieder mit einem Mädel spielen.
Tja, das ist okay, das braucht man. Was ist da neu installiert? Ich schaue nur gerade durch Ranger Armor, keine Ahnung, was das ist. Ich habe ehrlich gesagt seit Wochen schon einmal reingeschaut. Ich habe nebenbei ein bisschen was außerhalb gemacht, aber mehr auch nicht mehr. Also ich weiß im Prinzip gar nichts mehr. Dann all die Mods, was du da hast für die Landschaftsverschönerungen und hin und her. Was haben wir noch? Simple Scrap, dann ist installiert No Build Limit, also kein Baulimit für alle DLCs auch noch. Dann habe ich ausgeschaltet die Siedlungsangriffe. Ja, die Siedlungsangriffe, eben was du hast, wenn dann im Bildschirm auftaucht, die Siedlung Tralala wird angegriffen oder hilft bei der Verteidigung von, dann die More Smarter Companions Mod, also du hast schlauere Begleiter. Ich habe das schon probiert mit dem Dogmeat. Ist recht witzig. Ich muss aber erst schauen, ob ich das auf dem PC übertragen kann, weil wenn nicht, ja, dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Wurscht. Gehen wir da mal weiter. Dann die Müllbeseitigung in den Siedlungen, Raider Armor ist installiert und die limitierten Minuteman Quests. Also diese geht dorthin, bringt dort um und kommt wieder zurück Quests. Die werden mit dieser Mod limitiert. Eigentlich hast du genau am Anfang zwei oder drei Stück und dann haltet der Preston eigentlich sein Goschen. Und was habe ich noch? Komplett deutsches Dialog-Interface, wie man so schön sagt heutzutage. Gell? Und noch ein bisschen an Schaß halt, was ich da halt. Züge aber nicht installieren, aus dem einfachen Grund. Meine Xbox One ist jetzt, ich glaube, jetzt schon einige Jahre am Buckel. Die habe ich schon als gebraucht gekauft. Keine Ahnung, wie alt das der ist. Frag mich bitte nicht. Der ist jetzt mal rein nur für die Vorbereitungen, was ich auf der Xbox One habe, gell? So. Dann. Ich glaube, ich werde noch ein zweites Video dazu machen. Es gibt nämlich auch einige Story-Mods, sag jetzt einmal, mit Geschichten. Projekt Luna zum Beispiel ist also ein Kandidat, der mich anlocht. Wir müssen mal schauen, wie wir das angehen können. Ich möchte hergehen. Wenigstens, na, da nicht. Ich muss erst schauen, wie ich das mache. Vielleicht baue ich auch Sims Settlements Mod in Dings ein, ins Spiel, dann können die Siedler das alles selber machen. Genau. Was mir anlacht, ist diese Mod hier, das Haus des Kannibalen. Und zwar, ich lese das dazu mal ein bisschen vor. Okay. Zum allerersten Mal in Deutsch, die Quest-Mod für Gore-Liebhaber. Deutsche Übersetzung des Mods von der Burwell. In Concord, nahe des Tunnelaufgangs, an dem das Treffen mit der Todeskralle in der ersten Hauptquest stattfindet, befindet sich das Haus des Kannibalen. Es gibt keine direkte Questmarkierung oder Questeintrag, keine Objekte oder Randmarkierungen. Ihr entdeckt die Geschichte auf eigene Faust. Sobald ihr das Haus betreten habt, befindet sich auf der rechten Seite des Eingangs ein Holotape mit weiteren Informationen und Instruktionen. Es sei jetzt schon gesagt, die meisten von euch werden das Ende der Reise nicht erreichen. Aber für jene, die es schaffen, warten am Ende ein paar nette Überraschungen. Begrenzt geeignet für Survival-Spieler, die immersionsbedingt nicht kostenlos mit Materialien, Camps und wertvollen Waffen zugeballert werden wollen. Denn von diesen Dingen gibt es in dieser kleinen Mod zu viel. Sonst einfach mal reinschauen. Lohnt sich. Das werden wir bestimmt machen. Es ist ja nur 30 MB groß. Wie gesagt, ich möchte da ein paar Sachen machen. Ich hätte da ein bisschen was gefunden. Mein Englisch ist leider ein bisschen eingeschlafen. Das letzte Mal Englisch habe ich geredet vor 20 Jahren in der Schule, der Berufsschule. Was haben wir da noch? Es gibt ein paar interessante Mods da über die Xbox, muss da ehrlich gesagt sagen. Jucken tät's mich schon, da ein paar Sachen mit einbauen, gell? Carpenter Brute Radio. Alter, geil. Second Update. Das ist eine von meinen absoluten Lieblingsbands momentan. So aus dem Genre Synthwave. Cool. Warte mal, das können wir ja zu den Favoriten dabei hinzufügen.
Cool. Was sowas gibt, hä? Jetzt schaust wieder, hä? Was ich da das also sagen muss als alter Dattlinger. German Voiced Translation, okay. Ich muss mir erst selber umschauen. Okay. Fallout 76 Style Kane's World. Was ist das? Das ist ein Mod. Because war. War never changes. Ja, das wissen wir schon. Okay, das ist ein bisschen Musik. Passt. Ja, wie gesagt, das ist jetzt einmal der Anfang, gell? In der zweiten, wir werden es jetzt aufteilen auf zwei Teile. Das ist jetzt einmal das, was du da in die Mods drinnen hast für Fallout 4 auf der Xbox. Am PC ist es eine andere Geschichte. Nur am PC wirst du es dann selber sehen, wo ich das installiert habe. Da will ich nicht viel drüber reden. Ja, ich hätte gesagt, das ist jetzt einmal der erste oberflächliche Einblick in das Ganze, was ich da vorhab. Im nächsten Teil befassen wir uns oberflächlich mit dem Creation Club. Du wirst dann sehen, was da kommt. Und ich hoffe, du hast jetzt ein bisschen einen kleinen Einblick gehabt in das Ganze, was ich vorhab und warum es noch immer dauert. Ich habe jetzt nicht immer Lust, dass ich jetzt irgendwas mit Fallout 4 mache. Das muss ich dann machen, wenn ich Spaß daran oder wenn ich Lust dran habe, gell? Darum wird es vorerst einmal nur am Sonntag kommen. Sonntags. So. Gell? Also dann, ich wünsche dir dabei was. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ja, Papa.